Hey Leute, willkommen zurück zu The Coma Cutting Class. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich habe leider keinen Anhaltspunkt. Aber wir können mal ganz kurz gucken. Ich muss vielleicht einfach auf die andere Seite. Oh, hier läuft. Zap, 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 zap. Diddledab, dab, dab. So, wir müssen wahrscheinlich einfach nur auf die andere Seite dieses Schranks kommen, dass wir wieder an den Memo-Dude gelangen und mit ihm quatschen können. Hier. Das genau. Das ist oben in der Study C im Main Building. Hier ist er nämlich und kritzelt wieder irgendwas zusammen. Und hier geht's auch nicht weiter. Deswegen muss ich wohl jetzt mal ganz hoch in den vierten und einfach mal gucken, was da los ist. Jetzt bin ich im Computer Room. Ich hab's irgendwie gerade ein bisschen verpeilt. Ich muss da durch den Schrank zurück. Ja, ja. War ganz kurz irgendwie ein bisschen. Hui. Auf jeden Fall, ja. Wir gehen jetzt hier lang. Und natürlich immer schön vorher das Licht ausmachen, wenn die liebe Frau Song auf dem Gang rumläuft und uns jagt. Piep, piep. Warte mal. So, wir sind jetzt hier. Kann ich vielleicht ganz außen? Ganz außen hoch? Ich weiß ja nicht. Oh, die Treppen sind blockiert. Warte mal. Aber ich hätte doch ganz außen rum wieder, ne? Scheiße. Oh Gott, nein! Mach keinen Scheiß, Junge. Ach nein, da war sie. Warte mal. Jetzt bin ich hier der 3B. Wo war ich gerade? Hier unten irgendwo, ne? Ist ja egal. Nee, warte mal. Ich will das wissen jetzt. Das ist vom Geology zu... Warte mal, ich schreibe mir das auf, jetzt, dass ich es weiß. So. Geologie zu 3B. Warte mal. 3B. Main Building. Ja. Zum Geologie. Geolab. Cool! Haben wir das ja. Nett. Mhm, nett. So, jetzt habe ich das endlich mal auf Papier. Weil ich mich da nicht mehr so schnell verlaufen, hoffe ich. Aber sie ist ruckzuck wieder hier oben, ich weiß es. Blitzzippe. Oh, das hatte ich ja gar nicht aufgemacht. Ist ja nett. Ist aufgeschlossen. It's unlocked. Hm. Wie kommt sie halt? Irgendwas ist nicht richtig. Hier draußen, ne? Was haben wir hier? Münze. Besser als du, was? Bisschen besser als du. Naja. Was ein Motto. Kann doch nicht hier rein, oder? Während ich gerade hier die Tür noch nicht mal geöffnet habe. Diese Bücher sind voller Notizen. Sieht aus, als hätten was wie ein System. Als hätte der Kerl ein System benutzt. Mit verschiedenfarbigen Stiften, um Wichtiges zu markieren. Ich habe noch nie sowas Marginales gesehen. Also, ja, sowas, ja, sowas Genaues halt, ne? Was? Ihr seid, nur weil ihr hier an der Spitze der SEVA steht in unserer Klasse, heißt das nicht, dass ihr nicht mit anderen Schulen konkurrieren müsst, um einen Top-Job zu bekommen. Also ihr müsst mit den Schulen im ganzen Land hier euch messen können. Behaltet das immer im Hinterkopf, wenn ihr zweifelt, Complacement, keine Ahnung. Spielt ihr gerne Videospiele, reist ihr gerne um die Welt. Ihr könnt all das tun und daran Spaß haben, wenn ihr es einmal in eine Top-Schule geschafft habt. Versaut's nur nicht. Das ist jetzt noch nicht, nee, so kurz vor der Ziellinie. Ich bin sicher, ihr werdet die Schule, eure Lehrer und eure Eltern stolz machen. Wenn ihr nur in einem einzigen Fach durchfallt, dann wird immer ein schwerer arbeitender Schüler gerne eure Stelle einnehmen. Mr. Choi. Ja, das ist ein sehr netter Schlachtruf. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein Weg nur, um seine Schüler irgendwie ersetzbar. Oder man gibt ihnen das Gefühl, dass sie alle ersetzbar sind. Naja, ich meine, das ist halt eine Elite-Schule. Was erwartest du? Da kann man ja nicht sagen, ach, du wirst das schon machen. Du wirst irgendwann einen super, super Job kriegen mit deinem beschissenen Zeugnis. Nö, die sind halt ehrlich und sagen, so sieht's aus. Kann man jetzt gut finden oder nicht? Auf jeden Fall, warte mal, ich habe noch aufgeschrieben, Main Building. Hier in der 4F ist noch Seho. Der kleine Seho ist noch irgendwo hier. Ja, da ist er wirklich noch. Er hat sich nicht wegbewegt, was? Feigling. Wie geht's dir denn? Also irgendwie ist er, glaube ich, auch ein bisschen krank, oder? Was wir jetzt gelesen haben, dass er hier so eine Art Fantasy-Game macht.
Wow, du hast mich ganz schön erschreckt, Mann. Ich dachte, sie ist es wieder. Tut mir leid. Bist du sicher, dass du nicht mit mir kommen willst? Ich glaube, es wäre sicherer, wenn wir zusammenhalten. Ich bin nicht mit deiner athletischen Physik gesegnet, Mann. Ich kann nicht die ganze Zeit hier rumrennen. Wie wäre das? Du gehst voraus und irgendwann komme ich dir in sicherem Abstand nach. Weißt du was? Vergiss es. Hey, guck mich nicht so an. Okay. Na gut, dann bleib dort. Hier ist mir auch wurscht. Der Typ ist mir eben ein bisschen unsympathisch, wenn ich überlege, was der schon alles geschrieben hat mit Mina. Von wegen, aha, die wird meine Puppe, also, die wird mein sein und ich will sie besitzen. Auf abartige Weise. Sexsklavin, wer weiß. Soll ich gleich mal in so eine Study hier reingehen und erstmal speichern? Ich weiß nicht. Vielleicht, glaube ich, immer ganz gut, wenn man einfach mal speichert. Was will da für eine Musik? Naja. Nicht hier? Ne, ich kann hier nirgends was speichern. Wieder gehört. Liebe Miss Song. Ne? Okay. Das ist ja auch dicht. Hallo, jemand da? Ich dachte. Ha! Ah, nein! Ah, oh, du Miststück! Sie rennt, ey! Meine Fresse! Ist hier aber auch schnell, die Frau. Komme ich da rein? Wie komme ich in die Studies? Wie komme ich... Ja, ich habe keine Ahnung. North Buildings. Wir gehen mal zu den North Buildings, glaube ich. Schauen wir mal. Wir versuchen es mal. Oh Mann, ey! Erschreckt mich nicht so. Diese blöde... Jetzt sind wir mal... Overriding, ganz gut so. Oh, meine Güte! Was ruft er auch? Hallo? Dann kommt sie wieder und schlachten. Böse Schüler gibt's hier nicht. Die werden alle geschlachtet. So, alle anderen sind nett. Ich hoffe mal, dass das klappt irgendwie. Boah, ich habe doch schon den Main Building Key. Ja, stimmt. North Building. And it's locked. And it's gone. We have your money. And it's gone. So, Geology. Da kann ich wieder hoch auf jeden Fall. Weiß sie das eigentlich mit den Türen hier, dass man da durch kann? Ich hoffe es nicht. Für ein Albträumchen, du. Einfach nur links laufen. Ganz schnell. Ha, ha, ha. Was ist hier? Der Memo-Mann. Was ist immer noch hier? Ich dachte, du bist oben und schreibst irgendwas Schönes. Kann ich dir vielleicht irgendwie folgen? Oh. Ich schon wieder höre, ne? Mal diese Note hier, das mit den Noten, das muss doch irgendwas bedeuten, Mensch. Verschlossen. Na toll, was mache ich jetzt? Fenster bewegen sich auch nicht. Ich muss mir irgendwie einen Weg hier rausschaffen. Keine Chance. Bewegen sich nicht. Warte mal. Die Schulofficer sind die, die sie jede Nacht verriegeln. In der Cafeteria, ja. Ja, ja. Ach nee, was? Jetzt? Nee, jetzt geht's doch nicht. Ja, jetzt kann ich's doch aufmachen. Ich dachte, es geht jetzt. War das hinter mir? Flap. Flip, flap. Auch nicht. Gott. Was? Sieht aus, als hätte jemand diese Wand sehr hart mit einem blutigen Stiefel getreten. Ja, ja. Oh nein! Oh nein, natürlich kommt sie jetzt direkt vor mir raus. Lauf, Mann! Ich auch nicht ganz mit der Taschenlampe rumlaufen, das macht keinen Unterschied. Aufverschlossen. Ey, sag mal. Meine Klasse, gib mir doch mal ein bisschen Freiraum hier, Alter.
Junge Lehrerin. Ist doch widerlich, die ganze Zeit ist sie mir hinterher. War ich überall schon drin, ne? Ja, wahrscheinlich. Langsam wird sie ein bisschen anstrengend, oder? War hier überall schon. Ja, nichts, was ich brauche. Warum nicht? Warum denn nicht? Ich glaube, so langsam hier ist halt nichts mehr. Oder? Oh, hi. Na? Dem geht's nicht so gut. Oh, da kann ich jetzt auch noch rein. Da war ich auch noch nicht. Seht ihr mal. Aufgeschlossen. Geil. Endlich mal wieder. So, und hier speichern wir. Eng. Gut. Was hier? Nix. Nichts. Gut. Auch nichts, natürlich. Also nichts in dem Raum. Das ist ja super. Aber ich mache Fortschritt jetzt. Hier war ich auch noch nicht. Ich habe den ganzen... Jetzt ein Schüssel hier noch nicht aufgemacht. Das ist ja super. Da was? Da was? Nein. Oh, da ist vielleicht was. Nichts. Immer eine Notiz oder sowas. Oh, warte. Juhu. Die Elite-Studenten der 2A haben ihre eigene Sektion in diesem kleinen Bücherschrank. Du kannst... Was? Du kannst... Bisschen die Person, die Persönlichkeit von jedem ausmachen, wenn man sich die Bücher hier anschaut, die da drin stehen. Sieht schon aus wie so eine Schau, wie so ein Kasten eben mit Ausstellungsstücken sozusagen. Showcase, ja. Ich nicht. Das Song, können Sie mal bitte Ihr Stöckelchürchen einpacken und sich in den Popo stecken, bitte? Danke sehr. Ist nicht meine Klasse. Das ist ja eigentlich schon fast so die Loser-Klasse mit 1E, ne? Also mit E überhaupt. Oh, da ist sie ja wieder. Ey, na? Isol! Du bist doch in einem Stück. ja, ich bin ein bisschen beeindruckt. Wo warst du denn? Ich habe überall nach dir gesucht. Nun, du hast mich gefunden. Du bist vielleicht doch nicht so ein hoffnungsloser Fall. Sag hier, ich habe hier mal das... Nee, meine Report-Card gefunden. Ich habe meine Report-Card gefunden. Sie hat einfach so auf Miss Songs Tisch gelegen. Seltsamerweise war es die einzige dort. Aha. Da, wollen wir mal sehen, ob du schlau bist, als du aussiehst. Hm, seltsam. Ich habe noch niemals so etwas gesehen. Hast du was gefunden? Sowas wie ein Hinweis? Nein, es sind nur die Noten. Die sind so schlecht. Ach, komm schon. 3 durchgefallene Fächer. Warte mal, das kann nicht sein. Ja, ich verstehe es ja schon. Du musst mich noch reindrücken. Nein, ich habe... Was? Ich habe... Ich glaube, ich weiß, warum du hier bist. Es ist einfach ein zu großer Zufall. Du musst einfach weitersuchen. Was gibt's als nächstes zu tun im Hauptgebäude? Nun, ja, da gibt es doch die Sporthalle, das Schwimmcenter und das Nordgebäude wurde neu gestaltet. Warte mal, du hast eine Karte. Meinst du das hier? Ja, das ist das Nordgebäude. Da gibt's die Bücherei, den Konferenzraum, Musikraum und den... Was? Das PE Center, Physical Exam, also die Sporthalle. Ja. Oh ja, und auch der Kunstraum ist dort. Vielleicht gibt es mehr in diesem Report als nur deine ziemlich mittelmäßigen Noten. Versuch dich auf die 3 Subjekte zu konzentrieren, wo du durchgefallen bist. Vielleicht findest du heraus, was mit deinen Mathe, Sozialstudien und Kunstnoten passiert ist. Mein 6. Sinn sagt mir, dass das Nordgebäude das Zentrum von all dem hier ist. Wenn du einen Weg hineinfindest, dann findest du vielleicht die Antworten, nach denen du suchst. Dein 6. Sinn? Okay, lass mal jetzt ehrlich sein. Wenn die Dinge nicht so verrückt hier wären, dann würde ich denken, du bist ein bisschen verrückt, oder?
Ich habe so lange durchgehalten, also komm mit mir auf einen Level bitte. Also, wer bist du oder was bist du? Du bist wie ein lebender Anime-Charakter oder sowas. Jetzt mach mal langsam. Halt dich mal ein bisschen zurück, ja? Das hier ist nicht deine wirkliche Schule. Es ist nur eine verdrehte Reflexion aus der wachen Welt. Wir nennen es das Koma. Ich bin so eine Art Abenteurerin. Eine Geistergesetzesabtrünnige. Vigilante ist doch irgendwie Gesetzes. Also so Selbstjustizler, ne? Ach, was weiß ich. Wir nennen uns Ghost Vigilantes. Ich erforsche Orte mit dunkler Vergangenheitsgeschichte, so wie deine Schule. Eine. Was? Wenn ein Ort zu viel negative Energie beherbergt, dann manifestiert sich das als diese Schattenwelt. Oh, danke, dass du das aufgeklärt hast. Jetzt macht alles total Sinn. Hör mal zu, ich versuche dir zu helfen, ja? Das Koma wird immer instabiler mit jeder vergangenen Sekunde. Und dein Stalker wird immer stärker werden, je länger du hier bleibst. Deine Zeit verrinnt. Und ich würde... mach daraus, was du denkst. Okay, hör mal zu. Sagen wir mal, du hast recht, ja? Wenn ich zum nördlichen Gebäude gehe, ja? Denkst du, ich finde dort irgendwelche Antworten, die mich hier rausbringen? Ja, wow, er kann wirklich was lernen. Wenn du so aufmerksam gewesen wärst in den drei Klassen, in denen du durchgefallen wärst, dann wären deine Noten wahrscheinlich ein bisschen besser. Hey, jetzt hör doch mal auf, mich hier fertig zu machen. Die Noten sind wirklich nur das Ergebnis dieser... dieser schrecklichen Anforderungen auf der Arbeit oder sowas. Ja, komm. Ich gehe mal wieder, bevor ich noch mehr Unsinn übersetze. Ah, nein! Alle Zimmer. Die rennen mal ein Stück. Ich hoffe, sie kommt mir jetzt nicht wieder entgegen. Dann kriege ich einen Anfall, du. Kann ich noch ein ganzes Stück rennen? Das ist... für mich krass, wie lange er durchhält. Ich werde dich wieder hecheln, meine Liebe. Ich muss doch die 3F. Was mache ich denn? Ach, so. Bäm, 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 bäm. Oh, der Kritzler ist weg. Okay, wie viel habe ich denn eigentlich? Ich habe 3000. Cool. Und was habe ich denn in der Tasche jetzt, bitte? Warte mal, können wir auch hier klicken? Oh, wir können ja klicken, das finde ich ganz... Oh, ja. Energy Drink. Ich habe nur mal ein kleines Herz gerade. Komm, das nutzen wir mal. Schlückchen. Tipps geben mehr als eins. Ich glaube, ich brauche gar nichts kaufen, oder? Guck mal, der sieht aber ein bisschen... Da gibt es ein größeres. Ja? Restores more stamina. Restores your stamina. Ich meine, was bringt das? Ich kann doch nicht während des Laufens irgendwie was saufen, oder? Das ist doch echt... Oh. Bis ich hier mal dran komme, das dauert doch viel zu lang. Guck mal hier. Ich trinke erstmal die Flaschen Wasser. Ich habe gerne viel Platz in der Tasche. So. So ein Rollenspiel-Ding. Fragt nicht. Oh, ich soll vielleicht mal das Licht aus. Aber hier oben war doch der Schüler, der sagt, der ist in Mathe durchgefallen, hä? Huh? Hier war der drin, ne? Ja. Der sieht irgendwie abgelenkt aus. Wo habe ich denn jetzt... Okay, ich habe wieder keinen Hinweis, wo es weitergeht. Toll. Aber hier muss das alles sein, oder? Hier sind die ganzen Fächer irgendwo. Warte mal, hier war das mit Mathe, ne? Mit Mad Dog. Oder? Oh, das ist neu. Das war vorher nicht. Hier sind überall Mathe, also Matheformeln oder Matheaufgaben. Ich fühle, wie mein Hirn schmelzt, wenn ich nur daran denke. Oh, leck mich doch, jetzt ist sie schon wieder hier. Ich lese es im Dunkeln. Wenn ich nur daran denke, dass Mad Dogs Schulprogramm, oder wie das aussieht. Wenn ich so drüber nachdenke, sieht aus wie die Fragen aus dem letzten Mathe-Examen. Ich bin sicher, dass ich die lösen kann. Warum erinnere ich mich gerade nicht? Alles ist so verschwommen irgendwie. Seltsam. Ich erinnere mich sogar an die Antworten, aber was bringt das, wenn ich das Problem selbst nicht lösen kann? Ich muss diese Aufgaben schon mal gemacht haben. Hä? Warte mal. Vielleicht kann mir der Schüler helfen. Ich gehe mal zu dem rüber. Sagen, wenn sie mich jetzt nicht fängt wieder und tötet.
Ah, jetzt kann ich mit ihm reden. Oh, das sieht nicht gut aus. Na toll, das wird immer seltsamer und seltsamer. Hallo? Hör auf, mich zerstören, Frischling. Geht's dir gut? Du bist, warum, wer hat dich an diesen Stuhl gekettet? Geh weg, ich muss das Problem hier lösen. Meine harte Arbeit wird sich auszahlen, ich werde es ihnen zeigen. Sieht aus, wäre schon sehr lange hier. Irgendwie hat er einige Matheaufgaben zu lösen. Ich habe keine Ahnung, was der da macht. Der Typ ist auf einem anderen Level. Ich hätte besser diesen Test abschneiden sollen. Ich habe zu viele falsch gemacht. Ah, ich wünschte, ich könnte sie wiederholen. Ich denke, die Lehrer haben sich schon ihre Meinung über mich gebildet. Er scheint nicht sehr gefährlich zu sein. Vielleicht kann er mir mit der Matheaufgabe helfen. Ich frage mich, da du ja sehr begabt bist, was Mathe angeht, könntest du mir helfen mit meinen Problemen? Glaubst du, ich habe die Zeit dafür? Ich habe meine eigenen Probleme. Aber es ist Mathe und ich bin ein Freshman. Das Ding ist ganz schön schwierig. Ich bin sicher, für dich ist es ein Klacks. Ich hasse Mathe. Das ist das Fach, wo ich die meisten Probleme hatte am Anfang. Darum studiere ich ja gerade. Oder lerne ich jetzt gerade dafür. Okay, könntest du mir helfen, um ein bisschen Übung zu bekommen? Ich sehe, dass er mit denselben Formeln arbeitet wie auf dem Matheboard in der anderen Klasse. Ich denke, er weiß, wie man sie löst. Ich werde dir nicht einfach die Antworten geben, aber ich könnte dir helfen, wenn du mir den Schlüssel bringst für Mr. Mars Büro. Mach das und ich helfe dir bei den Problemen, an denen du arbeitest. Oh ja, der gute alte Mad Dog. Der Mathelehrer, der Typ ist ein ultimatives Arschloch. Okay, und warum willst du den Schlüssel? Ich muss Zugang zu seinem Computer bekommen. Ich will meine Vergangenheit ändern, um mich von diesen Fehlern zu befreien. Eine zweite Chance. Also willst du seinen Computer hacken, ja? Das ist meine Angelegenheit. Bring mir irgendwas. Was? Ich würde alles tun, um hier gut in der Schule zu sein. Ich muss an meine Zukunft denken, sogar, wenn das heißt, die Vergangenheit zu ändern. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Ja, du kratzt meinen Rücken oder eine Hand durch die andere, heißt es ja. So einfach ist das. Bring mir den Schlüssel, wenn du meine Hilfe willst. Habe ich den nicht schon? Denkst du nicht, das ist ein bisschen unethisch? Geh weg, du lenkst mich ab. Chill mal, Mann. Komm mal runter. Ich weiß doch gar nicht, wo der sein soll. Medical Center Biology. Oh Gott. Ich glaube, solange ich im Klassensaal hier bin, ist das alles okay, oder? Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Sie läuft halt nur durch die Gänge und sucht nach Schülern, die draußen rumrennen. Ja. Irgendwie muss ich jetzt noch mal in den Staff Room, kann das sein? Da war doch dann bestimmt auch sein Büro. Oder? Vielleicht ist es ja da irgendwo, aber ich meine, der hat sein eigenes Büro, President's Office. Ich meine, ist es das vielleicht? Ist es sein Büro? Ich meine, er ist der Schuldirektor, ja, irgendwie schon. Nee, eigentlich nicht. Oder? Was war er nochmal, Mr. Ma? Weiß ich nicht. Organisiert, ja. Alles ist so gut organisiert. Was? Ich habe gehört, sie hat erst letztes Jahr an der Seva angefangen. Sie hat irgendwie... Ach, der Chairman. Wow, das ist doch der Chairman. Nee, es ist nicht Mod. Wer war nochmal Mad Dog? War das M? Ich bin so durch irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Seva High School President Yongsok Lee. Viele Bücher. Das ist doch das Chairman's Office sein, oder? So fies, die könnte halt echt jederzeit hier runterkommen, einfach. Staffroom, es muss das Chairman's Office sein. Fällt mir jetzt nichts ein. Bin ich da durchgefallen? Oder wo ist er durchgefallen? Soziale Studien? Kann man sich aber wirklich nicht mit ablenken oder sowas, dass sie einen dann verfolgt. Ja, witzig. Oh! Leider ist eigentlich schon wieder rum, aber ich gehe nochmal ganz kurz gucken, Leute, ob ich den Schlüssel finde. Schlossen.
Ah, nicht, dass sie da jetzt war. War doch Mad Dog M. Irgendwas mit M war das, der Typ. Ja, ich meine, ich habe doch den Schlüssel eigentlich, den Chairman. Was spinne ich jetzt? Er meint doch, Mad Dog ist ja auch der Direktor, oder nicht? Verwechsel ich da jetzt auch nichts, ne? Wo soll das denn sein mit seinem blöden Schlüssel? Piep, 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 badabab. Den, 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 den. Ach genau, ich bin gerade irgendwie durch. Ich habe jetzt so lange leider nicht irgendwie aufmerksam gespielt. Ich wette, das muss hier sein, aber ich komme nicht hinter das blöde Teil. Ja. Da ist doch irgendwas hinter. Kinder. Warum macht er das nicht weg? Hier, nimm dir mal ein paar Tools raus oder so. Er will es nicht. Leute, ich werde mich mal ein bisschen umsehen und verspreche euch, beim nächsten Mal geht's weiter. Vielleicht muss ich auch online gucken, obwohl das das Letzte wäre, was ich machen möchte, weil ich möchte selber rausfinden. Ich werde jetzt rumlaufen hier und alles absuchen und dann sehen wir uns bald hoffentlich schon wieder zu The Coma. Danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten und bis dann mit diesem tollen Spiel. Ich finde es sehr spannend. Danke, auf Wiedersehen.